Hallöchen und willkommen zur langen Freitagsfolge von Elite Dangerous. Folge 211 ist das damit. Und ich würde sagen, wir schauen direkt mal rein, denn, beziehungsweise, wenn ihr das seht, gestern gab es das neue Update, beziehungsweise das wöchentliche Update für die Mächte. Und da schauen wir direkt mal rein. Das dürfte jetzt tatsächlich Rang 2 sein. Hier steht jetzt auch mittlerweile Wertung. Es gab heute, beziehungsweise gestern, ein kleines Update. Und 422 Verdienste. Okay, das haben sie alles nochmal geändert, sehe ich gerade. Das ist ganz neu. Rang 2, 50.000 bekommen wir. Die können wir uns wahrscheinlich gleich abholen. Müssen wir mal schauen. 15 Erwerb von Machtspielenartikeln sind jetzt möglich. Alle Stunde. Hier stand ich von Anfang an alle Stunde. Es war aber tatsächlich alle halbe Stunde. Müssen wir mal schauen, ob sich das auch verändert hat. Und wunderbar. Ja, gucken wir direkt mal rein. So, da dürften wir hier irgendwo 1000 Credits. Achso, das ist von letzter Woche noch, als wir Rang 1 gewesen sind. Okay, also gibt es dann wahrscheinlich nächste Woche die 50.000. Okay, da dürften wir ja, wenn wir noch 422 haben. Ach, guck mal. Endlich steht hier unten Galaktische Mächte und nicht mehr Newsfeed. Sehr gut, wunderbar, das freut mich. Genau. 422, wie viel brauchen wir? 750, das packen wir auf jeden Fall. Und ich finde, die hätten ruhig noch mehr Ränge einführen können. Von mir aus 10, dass das, oder 7 oder 8, dass es noch ein bisschen mehr gegliedert ist zwischen den 1,5 und den 10.000. Naja, wie dem auch sei. Mal schauen, ob wir es irgendwann mal an die Spitze an Rang 5 heranschaffen. Und was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte noch mal kurz hier drüben reinschauen. Ah ja, guck mal hier, das ist 1% runtergegangen, das ist 1% hochgegangen und das hier ist 6% hochgegangen, denn gestern in der Folge haben wir für Morana Energy 2 fette Piratenaufgaben erledigt. Wie viel Geld haben wir? 53,5 Millionen. Boah, es ist okay. Für die Orca reicht es auf jeden Fall. Aber auch für die Rückerstattungskosten, falls wir uns eine holen. Wir können mal gucken, was haben wir denn hier? Ein Piraten? Nee, komm. Dafür mache ich mir nicht die Finger schmutzig. Was haben wir noch? Anku, irgendein Abschießen. Och nö. Schade. Die hier sind alle nicht verfügbar. Neue Anführer. Was fehlt uns? Erforderlicher Kampfrang tödlich. Ich glaube, der kommt nach gefährlich. Verbündet. Sind wir nicht verbündet? Wir sind ja eigentlich verbündet. Okay, das könnte unten das Morana Crimson Syndicate sein. Da sind wir als einziges nicht verbündet. Von den imperialen Mächten hier. Wobei die gar nicht zum Imperium, glaube ich, gehören. Schade. Huch, habe ich sie jetzt weggeklickt? Geht das? Dup, 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 ja. Alles beim Alten, nichts Neues dazugekommen. Schade, manchmal hat man Glück und es aktualisiert sich so ein bisschen. So. Was haben wir hier oben? Halt. Weekly Power Bonus. Ah ja, hier die 1000 Credits, die wir vorhin abgeholt haben. Okay, hat sich schon erledigt, die haben wir schon. Tja, da würde ich sagen. Genau, pass mal auf, wir machen das jetzt so. Da hier gerade keine wirklichen schönen Missionen vorhanden sind, holen wir uns hier mal wieder den Howler. Halt. Den kaufen wir neu, die Vulture, die lagern wir hier erstmal wieder ein. Und dann fliegen wir, oh, welches System war das, wo es die Orca gab? Ich überlege gerade ganz scharf. Ich glaube, Yarite war das. Ich glaube, Yarite. Das ist hier hinten unten irgendwo. Warte mal, ich schalte mal um, da sehe ich es besser. Das war nämlich ein Hightech-Port. Nu.
Ja, hier drüben, genau. Wie weit müssten wir springen, wenn ich es jetzt nicht umbaue? Boah, nö. Viermal oder so, das mache ich nicht mit. Wir gehen mal kurz in die Ausrüstung, statten das Teil ein bisschen aus. Ich glaube, hier gibt es sogar einen besseren Frameshifter. Ja, wunderbar, sollte reichen. Lassen wir uns direkt nochmal eine Route berechnen. Ziemlich verarschen, das ist doch niemals gleich geblieben, wenn wir jetzt doppelt so weit springen können. Aber schnellste Route ist angegeben. Verstehe ich gerade nicht. Wir könnten 18 Lichtjahre springen. Okay, packen wir noch so ein paar Sachen raus, die wir eh nicht brauchen. Wie zum Beispiel den Schildgenerator. Kommen jetzt hier 21,7 Lichtjahre. Was das ausmacht, oder? Der Aufklärungsscanner, der braucht auch eine ganze Menge. So, jetzt aber. Ach komm. Achso, ich musste wahrscheinlich bloß nochmal neu berechnen. Okay, geht doch. Wunderbar. Düsen wir los. Naja, seht, wir fahren ja noch raus. Da können wir direkt nochmal das richtige Ziel wählen innerhalb des Systems. Da müssen wir genau in des Landes Landwest Terminal. So, geil. Die Orca. Ich hoffe, wir haben da noch ein bisschen Geld über, dass wir die Rückkaufkosten parat haben. Aber das müsste eigentlich klappen, wenn die Orca 48 Millionen kostet, unausgebaut. Ja, dann sind die Rückkaufkosten, weiß nicht, 2 Millionen oder so. Darf jetzt halt nirgendwo dagegen prügeln mit der kleinen Hauler. Sonst war's das. Was haben sie denn noch geändert? Hier in der galaktischen Rangliste irgendwas? Ach, guck mal, wir sind mittlerweile Platz 1. Cool. Tja. Macht sich gut, ne? Haben die jetzt mittlerweile alles erhöht? Oder Quatsch, alles erhöht. Alles übersetzt? Sieht. Nicht ganz. Nee, ist noch nicht alles übersetzt. Aber ein bisschen mehr. Beziehungsweise das ein oder andere haben sie nochmal überarbeitet. Also das finde ich nach wie vor doof. Die Statuspunkte, das klang einfach bekloppt. Verdienste, das ist auch doof. Sollen sie es doch Machtpunkte nennen, oder? Was ist denn das Problem? Im Englischen sind es die Merits. Weiß nicht, warum die sich da so ein bisschen schwer tun, im Deutschen dann eine anständige Übersetzung zu finden. Das ist ja nun wirklich eigentlich nicht so das Thema, sich da irgendwas Gescheites auszudenken. Naja, wird mir sicher nicht das letzte Mal sein, dass das geändert wird. So, wie weit haben wir es? Oh ja, das ist ja gar nicht so weit weg. Guck mal, 80 Lichtsekunden gerade mal. Feine Sache. Sind wir ruckzuck da. Ich hoffe, uns fängt keiner ab. Das wäre äußerst ungünstig. Das wäre echt nicht geil. Naja, gut. Wir hatten die Orca schon mal irgendwann gekauft. Das war
Und allen anderen natürlich auch. Der Mond hier drüben, der fasziniert mich. Das sieht ziemlich geil aus. Sieht man sonst nicht so. Zumindest fällt mir das hier jedes Mal auf. Jedenfalls die Orca hatten wir irgendwann mal nach Folge 100 gekauft. Aber nicht so viel mit angestellt. Ich glaube, die hatte ich bloß mal gezeigt und dann wieder verkauft. Na, ich weiß jedenfalls nicht mehr, wie sie sich fliegt. Das finden wir gleich zusammen raus. Steht immer noch Dropout da. Sollen sie gefälligst wieder ändern. Ja, ich denke mal, wir packen einfach ein paar. Müssen mal gucken, wie viele Innenkabinen die Orca hat. Frachtkapazität so oder so kommt rein und vielleicht noch, je nach Treibstoff vorhandenen Treibstofftank, nochmal der ein oder andere. Ja, einfach mal schauen, das ist ja nicht so teuer, da können wir ruhig noch ein bisschen dran rumbauen. So, und rein mit dir. Schöne sanfte Landung, wunderbar. Wo ist er denn? Da ist er. 48,5 sogar, verdammt. Na gut, machen wir einfach. Komm, scheiß drauf. Orca, her damit. Wunderschöne Schiffchen. Und langsam raffen wir uns dann alle Schiffchen mal zusammen. Python fehlt halt noch. Ich wüsste jetzt nicht, was wir mit der Python noch anstellen könnten, wenn wir uns die holen. Kampfschiff, nö. Keinen Bock drauf mit der. Zu Minen war das natürlich nicht verkehrt. Und da sitzen wir schon drin. Auch ein geiles Cockpit, gefällt mir sehr gut. Schön groß, schön geräumig. Nur leider allein im Cockpit, obwohl da ein zweiter Sitz ist. Wir können sie uns ja mal anschauen. Nee, machen wir, pass mal auf, machen wir nachher draußen. Vor der Station, das mit der Steuerung, mit der Kamerasteuerung ist blöd hier drin. Im Hangar. Okay. 1,8 Millionen sind die Rückkaufkosten, dachte ich mir schon fast. 2 Impulslaser sind dabei. Wie viel Fracht hatten die? 72 Tonnen und Treibstoff 16. Hier kriegen wir auf jeden Fall ein 64er Frachtgestell rein. Hier kommt ein 32er rein. Ja, auch. Hundertelftausend war das, oder? Ja. 136, ja, ein bisschen mehr. Schildgenerator E5 von mir aus, der kann bleiben. Hier kriegen wir einen 16er rein. So. Obwohl, nö. Wisst ihr was? Halt, ein 32er geht hier rein. Ein bisschen hoch. Da kaufen wir bloß einen 3er Schildgenerator. Der passt nicht rein. Okay, das geht nicht, dann müssen wir auf den 4er Schildgenerator zurückgreifen. A4? Nö. Wir müssen dann unbedingt wieder ein bisschen Geld machen. Ich finde es eigentlich immer mal ganz geil, wieder so, weil, also nicht plus oder annähernd 0 zu sein, sondern schon deutlich weniger, als man sonst auf der hohen Kante hat. Muss man halt wieder ein bisschen vorsichtiger sein.
Mensch, komm schon. Was habt denn ihr alles für... Ihr habt doch nicht bloß den A4-Schildgenerator da. Och, also wisst ihr. Ich wollte jetzt hier keine Millionen für den... Anderthalb sogar. Was gab's im Fünfer? E5. Wieso kann ich die denn nicht einbauen? Ich verstehe das gerade nicht. Ist egal, dann holen wir halt den zurück. Stört mich jetzt nicht weiter. Wir brauchen nämlich noch Geld für den Frameshift-Antrieb. Wo ist denn der Achter? Bin ich schon vorbei? Oh ja, da bin ich schon vorbei. Vier. Okay, passt nur ein Vierer rein. Frachtgestell, genau. 156 Tonnen ist okay. Der Aufklärungsscanner, der könnte eigentlich auch raus. Oder wollen wir den drin lassen? Ich lasse den erstmal drin. Wir brauchen auf jeden Fall einen guten Frameshift-Antrieb. 13 Lichtjahre nur? Ach so, ist nur ein B5. Okay, es gibt da noch einen besseren. Ich höre das mal den C5. Bisschen, wie gesagt, man muss ein bisschen aufs Geld achten. Je weniger das wird, desto höher werden die Rückkaufkosten. So, ach scheiße, die haben ja echt nicht alles vorrätig. Mich schon gewundert. Okay. Okay, den auf jeden Fall. Sensoren auch. Keine Sensoren vorrätig. Okay, Schubdüsen. Am Arsch. Kraftwerk. Dreiundsechzigtausendhundertneunundachtzig. Ich bitte die Nebengeräusche zu entschuldigen. Oha, das ist echt nicht. Bin ich zufrieden. Müssen wir mal ein anderes Hightech-Port finden, wo wir noch ein paar Sachen kaufen können. Können wir hier irgendwas kaufen? Nö, können wir nicht. Die Bude kann nur 10 Lichtjahre springen oder was? Das ist echt wenig. Wie viele Sprünge bräuchten wir denn bis dahin? 1, 2, 3, 4. Machen wir einfach mal. Fliegen wir mal in die Hauptzentrale. Schild baut sich noch auf. Ja, dann düsen wir mal los. Schweben mal raus. Und schauen uns die Kiste von außen an. Ich überlege gerade noch, ob wir wirklich zurückfliegen in die Hauptzentrale. Schild baut sich echt gut auf. Wie gesagt, ich habe die jetzt erstmal gekauft, da haben wir die erstmal auf jeden Fall. Und wir werden die dann später nochmal ganz anders ausstatten. Das gefällt mir überhaupt gar nicht, wie die derzeit gefittet ist. Hier gibt es auch echt nicht alles. Das fand ich jetzt ein bisschen schade. So, da wollen wir uns doch mal anschauen. Nanu? Ach, hier. Also ich finde die echt schon schön stylisch. Die ist halt hier oben. Ja, ich drehe die mal Richtung Sonne so ein bisschen. So halb, halb irgendwie. Wo stellst du denn bitte schon die Kamera hin? Unten drunter? Das ist ja doof. Ach, leck mich doch. Dann machen wir das woanders. Das ist mir jetzt auch egal. So, jedenfalls habe ich mich dazu jetzt entschlossen, dass wir da nicht hinfliegen, sondern zurück nach Morana erstmal wieder. Sind auch erstmal drei Sprünge. Rückkaufkosten ja bei 1,8 Millionen geblieben.
Auf jeden Fall gefällt es mir im Cockpit schon mal sehr gut. Okay, beschleunigen. Ja, immer wenn ich in die Außenkamera schalte, dann bremst das Schiff ab. Ist vielleicht auch sinnvoll, bevor man irgendwo dagegen schießt. So, wir haben bloß den einfachen Aufklärungsscanner drin. Ich hau den mal raus. Gucken, was er hier so wegscannt. Ich glaube, bis 1000 Lichtsekunden oder so scannt er bloß. So, warte jetzt. Okay, und der letzte Sprung kommt gleich hinterher. Ah ja, guck mal, ich muss also nach oben schauen, damit ich die Oberfläche sehe. Super cool, fliegt da trotzdem weiter. Sieht schon ganz schick aus, oder? Ah, jetzt ist sie, okay, die Geschwindigkeit geht erst auf 0 zurück, wenn ich gerade aus dem Kameramodus zurückschalte, sonst fliegt das Ding doch weiter. Na gut. Ja, wir bräuchten halt erstmal wieder ein paar Millionen. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Tier 6 ist erreicht. Wir sind immer noch Top 40%. Ah, nicht schlecht. Geht ja noch über eine Woche. Oha. Ich hoffe, mein Stuhl hält noch. Hat gerade geknackt. Drückt mal die Daumen, dass es ein paar nette Missionen gibt. So, gerade so Tier 6 erreicht. Immer noch Top 40%. Und wie sieht es aus? 4,5 würden wir kriegen. Versuche auf jeden Fall die 40% beizubehalten. Ja, dann wahrscheinlich nochmal am Wochenende oder so eine Reise antreten. Mal ein bisschen Berichte sammeln. So. Ein bisschen schade, dass die Orca eigentlich nie genutzt wird von überhaupt jemandem. Als Frachtschiff ist er. Das Schiff an sich ist zwar schön groß, aber bietet jetzt nicht so die Wahnsinnsfrachtkapazität. Dafür halt dann relativ teuer. Also wenn die plus 20 Millionen kosten würde, sähe die Sache schon mal anders aus. Da wäre das mit Sicherheit eine gute Alternative, aber nicht für 48 Millionen. Da sparen dann die meisten lieber auf eine Python. Und dann kannst du da eigentlich auch direkt gleich auf den T9 sparen. Können wir hier was scannen? Ich glaube nicht. Genau. Naja gut, fügen wir das Schiffchen unserer Sammlung hinzu. Schick sieht es ja aus. Wird nur Zeit, dass die dann auch mal die Werftansicht überarbeiten innerhalb einer Station, wenn ich dann auf die Werft gehe. Dass ich die Schiffe erstens mal normal sehe, wie sie richtig aussehen und nicht bloß im gelb-braun-orange Umriss. Fliegen tut sie sich echt gut.
reagiert schon relativ direkt für ein großes Schiff. Gefällt mir. Wo müssen wir hin? 17? Und die ist wo? Hier drüben. Jetzt muss ich mit dem Numpad arbeiten. Im Flug, da kann ich die Kamera nämlich mit der Maus drehen. Und hier geht es bloß mit dem Numpad. Schöne Spiegelung, oder? Da unten die drei Landestützen. Ja, die kleinen Flügelchen, die sehen ein bisschen fragwürdig aus. Aber an sich gefällt sie mir eigentlich echt gut. Ist halt ein schöner Personentransporter. Nur hat das Spiel vergessen, damit auch was anzustellen. Hatte ich ja schon öfter mal erwähnt, dass es dann mal vielleicht noch irgendwann Missionen gibt, wo man Leute umherkarren muss. Gut, das soll es gewesen sein. Werft. Vulture. Die nehmen wir wieder raus. Genau. Einlagern. Das macht mich schon ein bisschen stolz, dass wenn wir jetzt auf so ein System gehen, dass wir mittlerweile echt ein paar schicke Schiffchen dabei haben, die auch teilweise echt teuer sind. Die Anaconda kosten natürlich einen Haufen Geld, die Klippe ausgestattet ist auch nicht ohne. Kurier macht auch keinen schlechten, unsere schöne ASP, mit der wir eigentlich nicht so viel anfangen. Und ähnlich wie mit der Orca jetzt eigentlich bloß dafür da ist, um so ein paar Berichte, Korruptionsberichte, Garnisonsberichte umherzukarren. Diamondback Aufklärer als Kampfschiff. Ja, kann man haben. Warum nicht? Und ich hoffe, wir haben jetzt ein paar nette neue Aufgaben parat, dass wir da wenigstens noch was machen können. Ach, das ist ja lächerlich. Nach Murus. Ist egal, pass mal auf, da fliegen wir mal hin. Steffen Plattform. Und das hier? Okay. Wir können uns da nämlich noch einen Haufen Kopfgelder abholen. Da machen wir das einfach mal. Echt manchmal mau. Manchmal da hast du echt 5, 6, 7, 8 Kampfmissionen Aufgaben und jetzt halt keine. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte jetzt auch eine billigere Piraten- oder Einzelabschussmission angenommen, nur leider halt überhaupt nichts im Angebot. Echt schade. Wir dürfen doch aber immer noch gesucht sein in dem System. Wir haben bloß noch zwei Kopfgelder. Niri? Oder nee, das müsste weg sein. Ach, guck mal, Niri ist auch bald weg. Ach, Gott sei Dank. Dann können wir da vielleicht mal mit der Orca hin, wenn wir wieder ein bisschen Geld haben. Das ist ja auch ein Hightech-System. Und da gibt es auch, soweit ich das in Erinnerung habe, schon alles. Außer ich glaube, auch Düppelwerfer hatten die dort auch nicht. Naja, wir bräuchten erstmal wieder ein bisschen Kohle. Könnten wir natürlich auch mal mit dem Bergbau machen. Mal schauen. Ich denke mal, da werden wir bald auch mal wieder die ein oder andere Folge einlegen. Schauen wir mal. So, Stefan Plattform. Hoho, 2000 Lichtsekunden. Na gut, machen wir das mal. Ich kann ja mal nebenbei schauen, ob wir irgendwo neue Community-Events haben. Nee. Genau, Antal ist das. Ich zeig's mal eben. Da haben wir. Ist aber halt sehr weit weg.
Da wird Fracht gesammelt, 250 Lichtjahre knapp. Da müsste man halt verschiedene Tonnen an irgendwelchen. Was brauchen die? Wartet mal. Irgendwelche Metalle oder so müsste man da, glaube ich, hinliefern. Ist noch nicht weit, ist das beim Tier 2? Würde aber jetzt schon ordentlich Geld bringen. Ist mir aber halt viel zu weit weg. Wie sieht es denn aus in den geilen News? Die Galaxie im Fokus. Geil nett heute. Wäre geil, wenn hier so eine Nachrichtensprecherin kommt oder Sprecher. Auch nicht alles Deutsch. Manchmal haben sie alles direkt in Deutsch und manchmal in Englisch. Deutsch hätte ich es vorgelesen, Englisch, das spare ich mir jetzt mal. Scheiße, wir sind zu schnell. Oh, verdammt. Nun aber, ich hoffe, wir kriegen da das Kopfgeld her. Wie weit ist denn die andere? Oh, die ist genau entgegengesetzt von uns. Die ist jetzt noch weiter weg. Ich muss das System mal scannen. Wir haben anscheinend öfter zu tun, damit wir auch die anderen Sachen sehen und nicht bloß die ganzen Kampfgebiete, die uns jetzt mittlerweile schon gar nicht mehr angezeigt werden, wenn die viel weiter weg sind. Das ging relativ schnell. Die 2000 Lichtsekunden, das war jetzt gar nicht so lange, wie ich dachte. Gibt ja mittlerweile genug, wo man rumgucken kann. Ist ja schon mal schön, dass wir immerhin nicht mehr gesucht sind. Da gibt es dann auf keinen Fall Probleme hier beim Landen. Geht sowieso nicht beim Outpost, da wurde ich noch nie gescannt. Ich glaube, da gibt es überhaupt keine Sicherheitskontrollen oder so. So, prügeln wir unser Schiff aufs Landepad. Noch ein letzter Boost und dann dürften wir gleich da sein. Bisschen zu weit, schade. Ich wollte es punktgenau machen. Ja, die Vulture verzeiht das, wenn man da nochmal kurz Schub gibt. Andere Schiffe, Hust, ASP, Hust, nicht so sehr. So, oh ja, hier nice. Alle Strafen? Ach, die kann ich jetzt bezahlen, oder was? Okay, machen wir einfach mal. Hier und die 320.000, die holen wir uns wieder. Haben wir wieder 4 Mille. Nice. Sieht es denn hier aus? Was könnten wir hier abgeben? Korruptionsberichte habe ich keine dabei. Schwarzmarkt. Du hast nichts zu verkaufen. Tja, schade. Wie sieht es denn hier beim schwarzen Brett aus? Ach genau, wir haben ja was zum Abgeben. Hätte ich fast vergessen. Bitte warten. Ja, wieder für Energy. Neuer Anführer in Murus. Ne, System. Mohologie. Ach, wieder ein Pirat. Ach, Leute. Ja, es ist halt auch fürs falsche System. Also, ich würde schon gern aus Morana heraus die ganzen Missionen fliegen. Haben wir was vorhin gescannt? Haben wir aber. Das ist zu nah dran. Ja, gerade mal 12 Lichtjahre entfernt und das ähnlich wahrscheinlich. 16. Na gut, okay.
Tja, Leute, da endet die doch ja wieder ein bisschen längere Folge, nicht ganz so lang wie letzte Woche. Aber es gab leider jetzt nicht so viel zu tun. Ich habe gehofft, dass wir wenigstens, wenn wir mit der Orca zurückkommen, 2, 3, 4 Missionen mitnehmen können. Die hätten wir dann alle noch gemacht, aber ist jetzt nicht so ergiebig. Und ein bisschen habe ich noch was vor heute. Von daher trotzdem länger als normal, nicht ganz so lang wie letzte Woche. Nächste Woche gibt es dann wieder ein bisschen mehr zu sehen. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Start ins Wochenende. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.